Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, war jetzt in der letzten Folge blöderweise mir das Spiel abgeschmiert. Daher müssen wir eben den ganzen Mist hier nochmal neu machen. Und ja, bedauerlicherweise ist das jetzt auf die erste Aufnahme, nachdem meine Katze gestorben ist. Und ja. Möchte aber auch nicht viel zu sagen, aber ich habe halt meine Zeit jetzt gebraucht, deswegen. Und ja, jetzt versuche ich es erstmal wieder so ein bisschen aufzunehmen, ein bisschen wieder zu mir zu finden, sagen wir mal so. Und ja. Den ganzen Mist müssen wir halt jetzt blöderweise nochmal neu dahin packen, da oben. War jetzt gerade nicht so schön, dass es beim letzten Mal einfach abgeschmiert ist. So. Aber immerhin läuft es hier wieder weiter, was Aufnahmen angeht. So. Und hops. Wir haben auch noch, soweit ich noch weiß, vorgehabt, ja, beim letzten Mal irgendwie weiterhin Holz zu sammeln, damit wir hier die Etage endlich mal fertig haben. Diese Riesending hier. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. So ein Rie Nein. Oh, ich dachte schon, ich gehe drauf. So, das haben wir auch schon gleich fertig. Dann haben wir hier nur noch 7 Baumstämme. Ja, komm. Bleibt man immer hängen. Wird auch schon langsam dunkel, das heißt, können wir gleich auch schon uns schlafen legen, wenn wir am helllichten Tag rübergehen können, Bäume fällen und kleiner Stein, okay. Ich habe mich schon gefragt, was war denn das? Was kann ich da aufnehmen?
Große Steine kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Ein Holz haben wir noch. Den nehmen wir natürlich noch mit. Haben wir noch was zu essen? Ja. Aber noch alles essbar. Also wenn wir Pech haben, ist das, wenn wir gleich uns schlafen legen, schon vergammelt. Abgelaufen, verdorben. Ich würde sagen, wir machen uns eben hier ganz schnell was zu essen. Einmal. Gehen in der Zeit eben kurz runter was trinken. Müssen hier aber auch schon langsam auf so eine Beleuchtung machen für unten. Damit wir im Dunkeln auch sehen können, wohin wir laufen. Aber wir legen uns jetzt erstmal schlafen. So. Ist noch essbar, okay. Dann müssen wir gleich uns was nochmal zu essen jagen. Blätter werden auch langsam Mangelware bei uns. So, da vorne gibt es was noch zu trinken. Auf jeden Fall müssen wir noch. Dann können wir rüberschippern. Und ich hoffe, dieses Mal stürzt mir das Spiel nicht ab. Finde ich schon geil, wie das eigentlich von da hinten aussieht. So, hoffentlich gibt es da wieder ein paar Schildkröten. Und hoffentlich kommen da keine Ureinwohner.
Ja, da sind schon die ersten Schildkröten. Nice. Gibt gleich wieder was zu essen. Den haben wir. Und den haben wir. Den Ureinwohnern sehe ich momentan noch nichts. Komm schon. Oh. Nicht auf mich fallen, ja? Wir die eben alle aufladen. Der scheint es noch still zu sein, was Ureinwohner angeht. So, den haben wir voll. Machen wir hier weiter. Hat ihm genau gepasst gehabt. War jetzt 7 und 5. Hier weiter. Komm. Und sagen, wie lange will der jetzt noch gehauen werden? Und den hier nehmen wir noch. Hallo Bambi. Schon sagen, fällt er jetzt auf mich?
zweiter Kasten ist voll. Ausdauer geht auch ganz schnell hier am Arsch. Aber immerhin fangen wir jetzt mal mit dem dritten an. Die Frage, die sich mir stellt, ist: Schaffen wir es, das alles voll zu machen und wieder rüber zu schippern, bevor es wieder abschmiert? Ich will die Schildkröte wieder unter meinem Boot. Und hops. So, den Baumstamm nehmen wir auch noch eben schnell mit, bevor wir den dort vergessen, verlieren. Ja, wer schubst mein Boot? Hört man. So, ich mache mir eben ganz schnell was zu essen. Damit die Ausdauer bei uns wieder steigt. Wir sind auch richtig am Arsch gerade. Oder was heißt am Arsch? Also schon halb voll. Jetzt haben wir wieder volle Energie. Und da noch. Und scheint hier jetzt keiner mehr zu sein. So. Und den hier machen wir jetzt. Und den hier. Ach, Stöcke haben wir schon genug. Und den da unten. Jetzt bitte nicht hängen bleiben. So, die rollen alle schön zu mir. Schön, 4 haben wir schon voll.
Schade, dass man auch nur zwei Baumstämme tragen kann. Würde mich freuen, wenn es irgendwie. Ja, okay, obwohl das ist schon realistischer. Obwohl zwei Baumstämme zu schleppen auch nicht so das ultra-realistischste ist. Aber wäre schon einfacher, wenn man mehrere einfach aufsammeln könnte im Inventar. Ja, die Schildkröten, die unter meinem Boot da schwimmen. Haben wir noch einen? Ach, hier. Und hier. Okay, zwei haben wir da noch. Komm, Bambi. Komm her. Versuch war es wert. Sonst liegt hier jetzt keiner mehr rum. He? Nice. Jetzt nur noch eins, zwei, drei Bäume. Drei Bäume. Dann haben wir es voll. Nehmen wir die drei hier. Und schon, du musst auch treffen. Egal, was los? Und den hier. Doch irgendwie verdächtig ruhig heute, dass keine einzigen Ureinwohner da sind. Nicht einmal irgendwie vorbei gelaufen oder so. Und irgendwie komisch. Das ist wirklich schon komisch, dass nicht ein Ureinwohner heute aufgetaucht ist. Die beiden schnappe ich mir ganz schnell. Ja. Natürlich sind wir auch wieder außer Puste, Ausdauer gleich wieder am Arsch. Wie soll es denn auch anders sein? Trinken wir eben nochmal einen Schluck. Nochmal ein Feuerchen und was zu essen.
Den schnapp ich mir mal eben. Dann haben wir wieder was zu essen. Der müsste auch sofort fertig sein. So, dann holen wir uns noch den Rest eben ganz schnell. Hier noch einer und nur noch der hier. Sonst haben wir hier keine Baumstämme mehr. So, dann war's das. Haben wir alle Baumstämme, also alle Kanister hier voll. Ja, ich vergesse, dass ich nicht mit Shift hier schneller fahren kann. Halt nicht funktioniert. Und echt verdächtig, dass da gar keiner kommt. Ist mir viel zu ruhig da hinten. So, sind aber auch schon gleich da. So. Machen wir mal auch Licht an. So, dann können wir das Zimmer hier auch schon mal fertig machen.
Freue ich mich auch, wenn ich oben endlich fertig bin. Dauert echt lange, den ganzen Mist da aufzubauen, ey. Aber dann, sobald wir oben fertig sind, mit dem ersten Stock, das hier ist ja Erdgeschoss und das hier ist der erste Stock, fangen wir ja halt mit dem zweiten an. Aber das wird eher so was wie ein Garten oder sowas sein. Mit ein paar Türmen und Trainingsanlagen und so weiter. Dann kommen da halt ein paar Türme hin. Und dann, sobald wir das fertig haben, können wir uns da hinten auf meinetwegen ausweiten oder so. Die Regengötter kommen. Ja, Mann. Natürlich ist mir wieder kalt und nass. Hallo? Wird heute übrigens auch mal wieder eine etwas längere Folge, weil ja jetzt ein paar Tage kein The Forest rauskam. Daher mache ich jetzt auch eine etwas längere. So. Können wir auch eben noch schnell was essen. Komm schon, kann doch nicht sein. Aber die Regengötter sind Fluch und Segen zugleich. Gehen aber darum. Yay. Hat schon wieder aufgehört zu regnen, ne? Gehen wir uns noch mal ganz kurz aufwärmen. Was ich auch mittlerweile am Überlegen bin, so könnt ihr gerne auch in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Eventuell doch ein Minecraft-Let's Play zu machen.
So, dass wir einfach mal von ganz Anfang hier auf Niveau von 2022 oder 2023. Einfach mal ein komplett random neues Spiel anfangen, so Survival-Modus. Und uns nach und nach alles aufbauen. Könnt ihr mir gerne auf jeden Fall schreiben, wie ihr das finden würdet. Also die Überlegung ist auf jeden Fall da. Würde ich auch gerne wissen, ob es euch interessiert oder nicht. Dann würde ich das aber auf jeden Fall machen, wenn wir mit The Forest fertig sind. Weil zwei Aufbau-Survival-Games gleichzeitig Let's Playen würde ich ungern machen. Ich würde gerne immer so zwei verschiedene Arten von Spielen zeitgleich aufnehmen. Cyberpunk sind wir ja schon seit gestern durch. Das wird jetzt erstmal, bis ich weiß, was ich bis zum 11.11. übrigens spielen soll, aufnehmen soll. Erstmal nur The Forest laufen. Und dann am 11.11.22 beginnen wir mit der kompletten Elder Scrolls Saga. Habe ich auch dazu extra einen Trailer hergestellt. Und ich hoffe, ihr habt euch den Trailer schon reingezogen. War ganz viel Liebe drin, auf jeden Fall. Müsste auch heute schon, wenn diese Folge hier rauskommt, auch schon online sein. Wenn nicht, wenn ich es noch nicht gesehen habt, den Trailer, verlinke ich euch auf jeden Fall dann in der Endcard. Dann könnt ihr auch gleich direkt am Ende dieser Folge hier gerne direkt drauf schauen. Irgendwie schon lustig, wie der hier am Springen ist, beim Holz auf. Ich hab Durst. Natürlich, was denn sonst? Wo ist mein Schildkrötenpatzer da? Wir gehen darum. Ob hier oben laufe ich lieber normal. Wenn ich sprinte, springt er immer so komisch. Aber ey, langsam wird's hier auf jeden Fall. Vielleicht haben wir den Raum hier auch fertig. Brauchen wir noch neun Baumstämme? Boah, ist es windig gerade. Ist schon echt lustig, wie der hier läuft. Du. Wenn ich nur ein bisschen kreativer wäre, was Singen angeht, so würde ich hier auch irgendwie so ein Blödsinn mit dazu singen. So ähnlich wie hier, der Gronkh oder Milchbaum und so weiter. Hier. Eats Meat. Die singen ja auch hin und wieder mal.
Und wer weiß, vielleicht kriege ich dann auch irgendwann so einen eigenen Song von Chilli, Mann. Na, wir machen uns mal wieder eben ganz schnell was zu essen. Ja, gleich schon wieder am Verhungern. Hungern tut man hier auch echt schnell. Und es ist wieder morgens. Nice. Und los. Yay. Boah, wir haben noch so viel Holz hier. Ey, aber feier ich ein bisschen. Hallo? Feier ich aber auch ein bisschen, dass wir jetzt so, so viel Holz hier mitschleppen können. Guck mal, wir haben auch schon jetzt das 30, ne, um die 30 Baumstämme hier jetzt losgeworden. Wir hatten irgendwas mit 170, 180, irgendwo dazwischen. Am Anfang der Folge. Jetzt sind wir nur noch bei 147. Und wir haben dann noch so 6 plus 7 plus. Wir haben noch 14 Baumstämme da. Und zwei noch bei uns auf dem Arm. Haben wir gleich nur noch 131, wenn wir das alles hier noch aufbauen. So, und dann fangen wir hier jetzt an. Yay! Ja, ich glaube, die beiden kriege ich noch hin. Und den glaube ich auch noch. Autsch. Den habe ich gespürt. So, ist nicht mehr viel.
Den kriegen wir auf jeden Fall noch fertig. Yay. Da haben wir noch einen. Und hier noch einen. So nice. Ja, den habe ich noch gut platziert. War nice, die Wand ist auch schon fertig. Oh, vom Schlafzimmer die dritte Wand kriege ich auch noch durch. So, und jetzt letzter Lauf. Natürlich sind wir wieder außer Puste. Wie soll es denn auch anders sein? Ja, wir laufen erstmal ganz entspannt da hoch, genau. Ja, wir essen sofort was. So, sobald wir Schlafzimmer aber fertig haben, gehen wir darüber. Wir machen jetzt erstmal in den nächsten Folgen den hier, den, den und den Raum. Und dann fangen wir hier mit dem Raum hier an. Wir dann einmal so rumgehen. Die Wand, die, die, die und die. Hey, aber wir haben hier schon ordentlich was geschafft, oder nicht? Ich würde aber auch sagen, dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.